Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pimp Anything. Heute zum letzten Mal in Firmengarage Nummer 1, denn wir füllen unseren 20. Lagerplatz mit einer wunderschönen Banshee, die wir natürlich bei Bennys Tune werden. Der Banshee habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben, weil er ist halt schon so ein legendäres Auto. Es ist halt schon seit 1000 GTA-Teilen dabei. Also ehren wir das mal mit Garagenplatz 20. Ah, wo ist sie? Muss doch hier gleich auftauchen. Oder bin ich schon vorbei? Hier. Ja, Mensch. Wir nehmen mal die normale Version. Kein Cabrio. Und Pink. Und let's go. Achso, warte mal. Zack. Jetzt. So, Garagenplatz 20 ist jetzt oder wird gleich befüllt. Jetzt heißt es nur noch warten, Leute. Bis gleich. Ha, es ist da. Leute. By the way, wir tun jetzt bewusst so um, wann sind wir ungefähr da? Um 4 Uhr früh. Denn, wenn wir rauskommen, es ist wunderschön Tag. Und ihr könnt den Lack begutachten. So, auf dem letzten Mal im Rennanzug. Oh. Komm, Black Screen. Jawohl. Komm, wir gucken uns mal hier schön unsere Beginner an. Ja, mit dem Nissan GDR, weiter zur Viper, weiter zum Breitbau Japano, weiter zum Nissan, dann Golf 1, was ist hier, Cadillac, Junge. Unsere erste Garage, das war so meine Lieblinge, oder meine Tuning-Lieblinge, bis auf den Cadillac, der ist da irgendwie reingerutscht. Ja, was haben wir hier? Lamborghini, Porsche, Glickenhaus, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Junge. Das ist Wahnsinn. Aber auch schön zu sehen, dass alle Autos so ihren eigenen Charakter haben, ihren eigenen Farbstyle. Schön bunt. Okay, schön bunt. Das wird hier mit, na gut, noch nicht, aber erstmal ich zum ersten Mal Goldfarbe benutzt. Mit dem Geländemonster. Hier nochmal Perleffekt drauf. Also mit dem. Was ist denn das? Rot und. Nee, das war blau und lila. Schöner S1 Quattro Ford Mustang. 65er Ford Mustang. Was haben wir hier? Irgendwas anderes. So ein vorne Audi, hinten Mazda-Verschnitt. Und jetzt unsere Banshee. Toll. Auf geht's. Die wird gleich sowas von komplett umgebaut. Nee, die hat doch schon. Die hat jetzt schon Power. Wahnsinn. Wie gesagt, Banshee, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein GTA-Experte, aber ich. Oh! Jawohl, guck mal, das ist Qualität, nichts kaputt, Leute. Banshee, was war das? Das GTA 3 dabei oder noch früher? Auf jeden Fall GTA 3, GTA 4 war es ja auch dabei. Also das Ding ist ein Urmonster. Hey, krass, warte mal, unser Logo unten auf dem Splitter ist. Wow, das leuchtet. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist mir neu. Ich bin jetzt, was auch jetzt, mir langsam echt überlegen, was ich für Autos tun werde. Garage Nummer 2. Hallo. Oh, Lackkratzer. Gab Gas. Ja. Der Bravado Banshee. Oder die Bravado Banshee. Should be cool now. Ja, jetzt wird's noch geiler. 165.000 Umbau. Let's go. Puh. Das Ding ist breiter geworden. Würde ich jetzt mal behaupten. So, Panzerung drauf, Bremsen drauf. Stop, so. Ui. Carbon. Oh, Junge, ey, das ist ja jetzt wieder.
Breitbau at best. Ich will es gerade nicht zugeben, aber ist das Ding ist. Es ist mir erst jetzt aufgefallen, aber das Ding sieht aus wie eine Supra. Es ist einfach von vorne so ein bisschen wie eine Supra mit den Scheinwerfern. Ja, Mensch. Leute, soll ich mal. Nee. Ich hatte gerade komische Gedanken. Was ist denn da? Wir packen das hier mal drauf. Als wird so ein richtiger Schneeschipper werden. So, Motorblock. Jo, ey. Jetzt geht's ja richtig ab. Carbon. Soll ja Motorsportwagen werden, also zu 100% es wird Motorsportler. Das heißt Carbon, Carbon, Carbon. Jetzt ist die Frage, was für eine Domstrebe. Ich würde mal wieder sagen, so. Das hier sieht immer noch am geilsten aus. So, rein damit. Ja, ich hoffe, ich kann es auch handeln, ey. Ein ganz schöner Kaventsmann. Ach so, oh. Beidseitig. Baby. Leute, der hier. Doch der hier. Oh, gib Gas. Ich geb. Ey, wir packen den hier dran. Doppel ist krass. Wir werden hier richtig eskalieren. Das können wir tatsächlich so lassen, würde ich mal sagen. Holy shit. Holy shit. Alles klar. Oh, Baby. Wir machen mal das hier dran. Nee, das hier. Das sieht ohne Scheiß, das sieht gut aus. So, Innenraum, was haben wir da? Was das denn? Junge, Junge, das wird ja der Shit. Wen haben wir da drauf? Oh, ihr bist ein New England Patriots oder was? Bist ein Super Bowl Hype? Oh, warte mal, wenn die Folge rauskommt. War da schon der Super Bowl? Ich glaube schon, oder? Soll ich mal hier orakeln? Mit dem Patriots Wackeldackel? Okay, wen haben wir hier? 50 Cent, okay. Oh nee, das ist 50. Nee, das ist Kanye West. Ja, warum sollte man das hier denn? Leute, Patriots, Leute. Patriots. Wir packen uns den Brady-Anhänger drauf. Okay, was haben wir hier? Oh ja. Oh ja. Nee, komm, Radio passt nicht in so einen Sportwagen. Türen. Carbon. Sitze. Wir haben es gesagt vor 1000 Folgen. Hier werden wir richtig eskalieren mit den Sitzen. Bei dem Banshee. Und auch, komm, wir hauen mal das Rallye-Rad rein. Wo haben wir noch was Carbonartiges? Carbonrausch. Zack. Hat so ein bisschen was von einem Nesca-Armaturenbrett. Ah, soll uns ja nicht aufhalten. Nesca-Dinge sind eigentlich immer blau, ne? Blau beleuchtet. Komm, wir hauen auch mal so ein Blau rein. Jopp, das passt. So, Scheinwerfer. Pam. Design, jetzt wird's wichtig. Nein, das ist mir alles zu lame. Ich will was Eskalierendes haben.
So richtig reinballert. Okay, wir nehmen das. Oh, hat der gerade indischen Akzent? It's actually detailing. Oder war ich gerade ein bisschen querbehindert? Ich weiß nicht. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Okay, Dach. Nein! Es ist ein Rennsportwagen. Das braucht ein Dach. Okay. Wir können hier echt viel mit Carbon spielen. So, zack, zack. Oh, jetzt wird's nochmal interessant. Was gibt's da für Spoiler? Ja, das sieht irgendwie aus wie von Kevin, 12 Jahre alt. Ich habe einen Spoiler gebastelt. Da noch ein bisschen Fäden dran gepappt, damit alles hält, die Pappkonstruktion. Nee, du. Hoho, warte mal, das hat ja wieder seinen ganz eigenen Style, wa? Nee, wir packen mal den hier dran. Nein, das ist lit, das ist nicht tight, das ist lit. So, Heckklappe, alles klar. Was kannst du denn hier alles verändern, ey? Leck mir die Lackwand. Geht ja richtig ab, der Shit. Ich glaube, wir müssen nochmal den Banshee tunen, aber dann in Vollcarbon. Gucken, wie er dann aussieht. Ein Carbon-Banshee. Aber den bauen wir dann nicht als Rennsportauto um. Nein! Das passt eigentlich. Getriebe voll. Turbo voll. Fenster leicht. Okay, jetzt wird's wichtig, Leute. Chrom! Nein, immer noch nicht. Was haben wir denn rein? Das hier plus blau vielleicht. So grob mal die Idee eingeworfen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, aber irgendwie geht das Design verloren. Ich glaube, wir müssen den schon weiß halten. Komm, wir müssen weiß halten. Pow. Ey, der sieht so ähnlich aus wie mein Controller vom Farbdesign mit dem Camouflage. Nice. Aber komm, wir hauen noch Perleffekt weiß rein, damit es so richtig eskaliert. So, Mira Main. Auch hier vertreten. Ja, zack. So, jetzt macht doch alles einen Sinn. Chrom? Weiß ich nicht. Wir können es mit blauen Akzenten wieder versuchen. Obwohl, was ist das wieder? Hab ich das schon gemacht? Ich weiß es nicht. Mann, ich habe ein Fliegengehirn. Ein Fliegengedächtnis. Ja, ich glaube. Aber blau haben wir doch im letzten Auto benutzt. Mensch. Wie sieht es denn damit aus? Metallic Blau vielleicht. Wohl gelb? Das passt zu diesem Whites Nummern Ding. Der sieht aus wie so eine Folie, einfach so rübergezogen. Noch andere Gelbtöne. Ja, wir lassen das so. Oh, krasser Shit, Leute. Ey, was? Okay, wir können die Blinklichter farblich verändern. Und, warte mal, jetzt war ich.
Welche Farbe machen wir die Blinklichter? Ah, wir lassen die mal dunkelblau. Okay, Emblem. Immer noch nicht. Immer noch zu lowes Level. So, komm, wir hauen jetzt Unterbodenlicht mal gelb rein. Ich glaube, das hat auch noch keiner gemacht. Wo ich kenne einen, der haut überall seine gelbe Farbe rein. Grüße an dich, wenn du das guckst. Ja komm, wir nehmen nicht hier gelb. Das gibt dann so schöne Akzente. Das sieht doch dann alles schmacko aus. Können wir hier nochmal ein bisschen eskalieren von der Farbe? Oder von der Felge? Ja. Ihr merkt, ich bin gerade nicht so zufrieden mit den Felgen. Wie bei anderen müssen wir gar nicht erst gucken, die sind eher so Vintage Lowrider angehaucht, die Felgen. Da brauchen wir überhaupt nicht nachgucken. Leute, Leute, Leute. Schwierig. Ich bin gerade echt so einem kleinen Zwiespalt drin. Wir nehmen die hier, das passt mit den Nieten, die hier überall im Auto dran gepappt sind. Nein? Oh, ich drücke immer auszusehen. Die Kreistaste, das ist irgendwie doof. So, gelb. Rein damit. So, jetzt haben wir alles, oder? Ich glaube, wir haben alles. Ah, ne, warte mal, wir hätten hier. Weiß, war. Leute, reißt zusammen. Warte, wir hauen hier noch gelb rein. Nee, kein Orange. Ich will doch nur gelb haben. Hier ist gelb. Also, jetzt ergibt das hier alles einen Sinn. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ich glaube, wir sind fertig, Leute. Unsere einst nice Banshee. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden die nochmal tunen. Also eine andere Banshee, aber diesmal in Vollcarbon. Mal gucken, wie es dann wird. Was war das denn? Hä? Was war das denn? Achso, warte mal hier. Wir müssen unseren Brady angucken. Oh, warte. Da, jetzt. Hey Brady, Wackelkopf-Anhänger, werden die Preds gewinnen? Warte. Ja. So, auf geht's nach Hause. Das Ding ist breit wie. Wie weiß ich was? Das Ding ist breit in einem neuen Maßstab. In Zukunft sagt man breit wie ein Banshee. Holy shit. Okay, ab geht's. Richtung Garage. Zum letzten Mal. So, wir sind gleich da. Ich habe gerade gemerkt, so mit Höchstgeschwindigkeit ist das
Naja, auf jeden Fall. Mit Höchstgeschwindigkeit ist das Ding irgendwie nicht so dabei. So, zum letzten Mal in Filmgarage Nummer 1. Ah, oh, wieder kommt der Splitterwecker und ui, 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 ui. So, komm. Das Auto ist weg. Garage, Kameraschwenk, wo bist du? Ja, hey, diesmal war es fast richtig mit dem Laden. Ich glaube, wir brauchen eine neue Garage, dann lädt sie nicht mehr so lange. Oder dann lädt es zu Ende. So, zum letzten Mal, Filmgarage Nummer 1. Banshee hat jetzt zu Hause. Vor allem, wie sie vorher aussah. So schwurgelig pink. Und jetzt. Holy shit. Die Schweinwerfer. Die Scheinwerfer immer noch leicht, ja gut. Nicht so cool, aber wenn man bedenkt, dass die Scheinwerfer so ein bisschen an eine Toyota Supra erinnern, das sieht schon wieder cool aus. Von wenn man bedenkt, so hier sind die Scheinwerfer, dann gehst du auf so einen halben Meter nach rechts und erst dann hört die Karosserie auf. Wahnsinn. Krasses Teil auf jeden Fall. Ja Mensch, mit dieser Traumkollektion an Autos, ne, unten meine Tuning-Lieblinge, zweite Etage, Supersportler und Classics. Dritte Etage, komplette Rennsportabteilung. Ja Mensch, ich würde mal sagen, nächste Folge sehen wir uns in der neuen Garage wieder, die komplett leer sein wird. Mal gucken, was wir dann tun werden. Wenn es euch gefallen hat, guckt morgen wieder rein. Von daher, Leute, ich bin raus. Bye bye and have a great time.